Hey Leute, habt ihr nicht alle auch so einen kleinen Raspberry zu Hause rumliegen und wisst nicht, was ihr damit tun sollt? Wie wär's mit eurem eigenen Teamspeak-Server? Damit wir starten können, brauchen wir natürlich einige Dinge. Hier zum Beispiel einen Raspberry Pi 4, eine SD-Karte, einen Cardreader, ein Netzteil dazu. Und ein Gehäuse. Vergiss nicht euren Kaffee. Als erstes bereiten wir mal unsere SD-Karte vor und laden uns hierzu den Raspberry Pi Imager herunter. Den findet ihr direkt auf der Webseite von Raspberry Pi unter Downloads. Führt diesen aus, installiert ihn ganz kurz und das Ding läuft auch schon. Mit diesem kleinen Tool können wir uns mal unser Betriebssystem direkt auf die SD-Karte laden. Wir entscheiden uns hier für einen Ubuntu-Server. Achtet darauf, dass ihr bei der Auswahl unbedingt den Server auswählt, die Version 20.04 oder auch die Version 21.10. Sobald ihr sie gefunden habt, einfach kurz draufklicken und als nächsten Schritt unbedingt eure richtige SD-Karte verwenden, falls ihr zwei habt. Klickt hier auf Ja, wenn ihr euch sicher seid, dass dies die richtige SD-Karte ist. Im nächsten Schritt wird eure Karte formatiert, es werden Partitionen angelegt und das Image wird auf die SD-Karte geschrieben. Ich habe diesen Schritt hier ein bisschen beschleunigt, weil ja, je nach SD-Karte, Cardreader, Computer kann dies schon mal 20 bis 30 Minuten dauern. Jetzt warten wir noch kurz, bis das Ganze hier fertig ist. Noch kurz warten, bis die Verifizierung durch ist und es kann gleich weitergehen. Das Image ist nun auf unserer SD-Karte und diese wurde auch sogleich von unserem Rechner getrennt. Steckt am besten schnell euren Cardreader nochmal ein, weil wir müssen hier noch eine Config bearbeiten. Öffnet hierzu die Systemboot-Partition und sucht nach der Datei Network-Config. Diese öffnet ihr am besten mit dem Notepad++, dem Editor, aber auf keinen Fall mit Word. Im unteren Teil seht ihr die Wi-Fi-Konfiguration, die beim Boot geladen wird. Solltet ihr euren Raspberry Pi mit einem Netzwerkkabel verbinden, so könnt ihr diesen Schritt natürlich überspringen. Als erstes entfernen wir alle Raute-Symbole, damit unsere neu gemachte Konfiguration nicht mehr als Kommentar erkannt wird. Da wir nur ein Netzwerk konfigurieren, brauchen wir den unteren Teil dieser Config nicht mehr. Ihr könnt diesen einfach löschen. Bei My Home Wi-Fi schreibt ihr euren Netzwerknamen rein. Achtet dabei auf die Anführungs- und Schlusszeichen. In das Passwortfeld natürlich einfach noch euer Passwort und mit Ctrl+S speichern und schließen. Im nächsten Schritt stellen wir ein, dass unser kleiner Server immer wieder die gleiche IP bezieht. Also einstecken und einige Minuten warten, bis das Ding hochgefahren ist. Jetzt verbinden wir uns mit unserem Router und suchen die Option, um eine IP fest zu reservieren. Wer aus der Schweiz kommt und auch einen Swisscom Router hat, kann die Anleitung im Video 1:1 befolgen. Für Zeixel-Router haben wir eine Anleitung im Blog und alle anderen müssen ein bisschen suchen. Aber es sollte etwa gleich aussehen. Ihr findet das Gerät, könnt ihm eine IP zuweisen, dies bestätigen und beim nächsten Neustart bekommt das Gerät die gleiche IP nochmal. Endlich ist es soweit. Wir können uns mit SSH auf unseren Raspberry Pi verbinden. Hierzu benutze ich das Tool PuTTY, den Download-Link packe ich euch in die Beschreibung. Die soeben vergebene IP unter Host eingeben und auf Open klicken. Noch schnell die Sicherheitswarnung bestätigen und mit dem Benutzernamen Ubuntu dem Passwort Ubuntu anmelden. Als erstes werden wir aufgefordert, ein neues Passwort zu setzen. Wir tragen hier nochmal unser altes Passwort Ubuntu ein und vergeben dann anschließend ein neues. Sobald wir das getan haben, wird die Verbindung wieder getrennt. Damit unser kleiner, ja ich nenne ihn kleiner, auf dem neuesten Stand ist, machen wir als erstes mal die Updates. Die Befehle blende ich euch jeweils ein. Verbindet euch wieder mit PuTTY und euren Daten und dem neuen Passwort mit eurem kleinen Raspberry Pi. Sobald ihr das gemacht habt, starten wir schon das Update. Der erste Befehl ist sudo apt-update. Dieser aktualisiert die Paketliste und checkt mal, ob überhaupt Updates verfügbar sind. Sobald das durchgelaufen ist, könnt ihr auch bereits mit dem Upgrade starten. Der Befehl hierfür ist der sudo apt upgrade.
Wir werden nun gefragt, ob wir die Pakete dementsprechend aktualisieren wollen. Dies bestätigen wir mit einem Y. Das Update dauert in der Regel 20 Minuten und beim neuen Kernel bekommen wir auch noch diese Meldung. Dies können wir jetzt einfach mit Enter mal bestätigen. Danach erhalten wir eine Liste mit Diensten, die neu gestartet werden sollten. Hier gehen wir mit Tabulator durch die Liste und bestätigen wieder mit Enter. Anschließend noch den Raspberry Pi neu starten. In ein paar Minuten habt ihr euren TeamSpeak-Server versprochen. Nur noch ein bisschen durchhalten. Nochmal Putty auf, wieder mit dem Server verbinden. Jetzt geht's an die Installation. Die Benutzerdaten sind immer noch die gleichen, Ubuntu als Benutzername und euer gesetztes Passwort. Die Befehle blende ich euch natürlich wieder ein, dieses Mal sind sie aber ein bisschen länger. Wer sie lieber kopieren will, findet die ganze Anleitung auch bei uns im Blog. Link in der Beschreibung und so, ihr kennt das ja. Mit dem ersten Befehl installieren wir uns erstmal eine Docker-Umgebung. TeamSpeak selber stellt keine Installation für einen Raspberry Pi zur Verfügung, darum brauchen wir grundsätzlich einen Emulator und die Installation vom TeamSpeak. Da es aber sehr freundliche Leute gibt, die hier schon ein Docker-Image für das zusammengestellt haben, behelfen wir uns dem. Die Installation von Docker ist auch auf unserem Raspberry Pi schnell erledigt. Etwas zu konfigurieren gibt es hier eigentlich nicht, da ja auch noch nichts läuft. Alle Einstellungen kommen dann mit dem Image. Mit diesem nicht allzu kleinen Befehl können wir nun das Image herunterladen und auch gleich starten. Der Download und das Ausführen dauert je nach Internetverbindung einige Minuten. Im Hintergrund wird jetzt unser TeamSpeak-Server bereits gestartet. Jetzt ist es wichtig, dass ihr ein paar Minuten wartet, bis der auch wirklich gestartet ist, weil wir brauchen unbedingt noch den Berechtigungsschlüssel. Bei einer normalen Installation hätten wir den Schlüssel nun bereits, da er direkt auf dem Display angezeigt wird. Wir schauen uns jetzt aber hierfür das Logfile an, das gerade angelegt wurde, und sehen ganz unten unseren Super-Admin-Schlüssel. Diesen brauchen wir, um uns Super-Admin auf den TeamSpeak-Server zu geben. Also TeamSpeak auf und das erste Mal auf euren eigenen TeamSpeak-Server connecten. Bei der ersten Connection auf euren TeamSpeak-Server wird euch im Feld angezeigt, wo ihr den Berechtigungsschlüssel eingeben könnt. Kopiert den Code aus dem Logfile in dieses Fenster. Und auch schon nach wenigen Augenblicken seid ihr nun Super-Admin auf eurem eigenen TeamSpeak-Server. Falls ihr euren Server nur lokal verwenden wollt, seid ihr jetzt nun fertig. Damit euer Server auch aus dem Internet erreichbar ist, müsst ihr die entsprechenden Ports weiterleiten. Hierfür melden wir uns wieder auf unserem Router an. Die Einstellungen findet ihr meistens unter Port Forwarding, Port Weiterleiten oder Applikationen erreichbar machen. Noch kurz zur Erklärung, wieso machen wir das Ganze? Die Anfragen kommen bei unserem Router an und der weiß nicht, was damit anfangen, also werden sie wieder verworfen. Wenn wir ein Port Forwarding eingerichtet haben, werden die Anfragen direkt auf unseren Raspberry Pi weitergeleitet. Da dort der TeamSpeak Server auf diesem Port zum Hören ist, werden die Anfragen da angenommen. Insgesamt müssen wir drei Ports auf den Raspberry Pi weiterleiten. Die drei Ports habe ich euch oben bereits eingeblendet mit den jeweiligen Protokollen. Ihr könntet theoretisch auch noch den Port 22 für die SSH-Verbindung aufmachen, aber das würde bedeuten, dass jeder per SSH auf euren Raspberry Pi zugreifen kann. Das wollen wir natürlich nicht. Ich konfiguriere jetzt noch hier kurz die Ports fertig und dann geht's auch schon ans Testen. So, nun auch noch den letzten. In der Übersicht sehen wir nun, dass wir drei Ports auf den Raspberry Pi weitergeleitet haben. Ab sofort ist euer TeamSpeak-Server
aus dem Internet erreichbar. Hört sich das schön an, nicht wahr? Damit aber auch eure Freunde darauf connecten können, braucht ihr noch eure IP von eurem Internetanschluss. Die findet ihr unter wiesmeinip.de oder bei uns auf der Webseite. Ihr kennt ja die Seiten. Um dies kurz zu testen, machen wir im Teamspeak eine zweite Verbindung auf. Wir nehmen unsere externe IP und klicken unter In neuem Tab. Jetzt überprüfen wir noch ganz kurz, ob unsere Verbindung auch den richtigen Weg genommen hat. Hierfür öffnen wir die kleinen Verbindungsinformationen. Wie ihr seht, seht ihr hier unsere externe IP. Somit hat alles geklappt. Viel Spaß mit eurem Teamspeak-Server und bis zum nächsten Mal.